Was ich hier ganz gut finde, ist, dass die Bauern mit Fertigkeller gebaut haben. Warum? Man gewinnt dann ganz viel gute Fläche oben im Haus, im Dachgeschoss und im Erdgeschoss. Weil die Bauern mit Keller geplant haben, kann man die unwichtigen Räume wie Hauswirtschaftsraum, Technikraum, Hobbyraum, Büro, Arbeitsraum, Gästezimmer, die kann man alle runter in den Keller bringen und gewinnt oben die wertvolle Fläche. Hier hat sich das dann so ausgewirkt, dass die Bauherren sogar die Sauna oben im Dachgeschoss unterbringen konnten, was ich sehr, sehr gut finde. Warum? Wenn sie die Sauna im Keller haben, müssen sie entweder im Keller noch ein Badezimmer hinzubemustern, was extrem teuer wird. Das kann schnell 5.000 bis 10.000 Euro kosten, weil sie auch wieder eine Entwässerung brauchen. Sie brauchen die Armaturen, es muss gefliest werden, man muss sich vor Feuchtigkeit schützen. Und wenn sie die Sauna aber ins Dachgeschoss oben bringen, dann haben sie direkt alles auf einer Fläche. Das heißt, sie können in die Sauna gehen und wenn sie dann verschwitzt sind, gehen sie einen Meter nach links und können direkt duschen und legen sich anschließend im Schlafzimmer aufs Bett, um sich auszuruhen. Also das ist hier ideal gelöst. Also, wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Kommentare. Ich versuche jedem zu antworten.